Servus und herzlich willkommen zu dem angekündigten Frage- und Antwort-Video zu Englisch Q&A. Erst einmal möchte ich mich für eure großartige Beteiligung bedanken. Es sind viele, viele gute Fragen zusammengekommen, so dass ich mir noch gar nicht sicher bin, ob ich das alles in einem Video unterbringen kann oder ob ich zwei Parts draus machen muss. Muss ich mal sehen, aber jetzt würde ich mal sagen, wir fangen direkt gleich mal an. Ich habe versucht, die Fragen ein wenig zu sortieren, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass das eigentlich relativ sinnlos ist, weil manche Leute stellen nicht nur etwa die gleichen Fragen, sondern haben dann noch mehrere Fragen hintereinander gestellt, die darüber hinausgehen. Also ich werde die Fragen jetzt einfach so nehmen, wie sie kommen. Also ich werde dann auch die Leute einblenden, die die entsprechenden Fragen gestellt haben. Also keine Sorge, es wird keiner unerwähnt bleiben. In diesem Sinne legen wir einfach mal los. Mauri fragt, wie alt ist denn der Herr Major? Die Antwort, 23. Die Frage hätte man sich zwar selber beantworten können, indem man einfach meine Kanalinfo gelesen hätte, aber ich weiß, dass die sich in Wirklichkeit eh kein Mensch durchliest, also kein Problem. Gut, dann Jace Seifert fragt darüber hinaus noch, was ich studiere. Ich bin mittlerweile im ersten Mastersemester der Geschichte. Also ich habe jetzt das Bachelorstudium Geschichte abgeschlossen und mache jetzt also das Masterstudium obendrauf. Nächstes Semester werde ich vermutlich dann noch ein Zweitstudium nehmen, weil man ja von Geschichte alleine nicht satt wird. Da schwanke ich allerdings noch zwischen Japanologie und Slawistik. In beiden Studiengängen werden einem sehr wichtige Sprachen vermittelt, also für die Wirtschaft interessante Sprachen wie Japanisch oder eben auch Russisch sowie andere slawische Sprachen, die halt durchaus zumindest für die Geschäftswelt noch einigermaßen interessant sind. Man hat ja als Geschichtsstudent so ein bisschen Schwierigkeiten, einen Job zu finden, wenn man nichts darüber hinaus zu bieten hat. Gut, Crispy fragt darüber hinaus noch, wieso ich denn fürs Studium nach Österreich abflüchten müssen. Crispy, ich glaube, ich muss da mal was richtigstellen. Ich bin nicht nach Österreich geflüchtet, ich wurde entführt. Genauer gesagt vor 8 Jahren, als mein Vater arbeitstechnisch nach Wien umgezogen ist und halt seine Familie mitgenommen hat. Das heißt, ich habe in Wien Matura gemacht, also Abitur zu gut Deutsch, und habe mich dann entsprechend sofort an der Uni eingeschrieben, quasi frisch von der Schulbank. Ist also nichts wahnsinnig Spektakuläres dabei. Aber ich verstehe natürlich den Tenor der Frage, denn es ist ja so, dass es tatsächlich viele Numerus Clausus Flüchtlinge aus Deutschland gibt, die in Wien dann Unterschlupf suchen. Ganz einfach, weil in Österreich es zwar eine Aufnahmeprüfung für beispielsweise die Medizin gibt, allerdings ist da kein gewisser Schnitt Voraussetzung, soweit ich das weiß, weswegen ich auch einige ehemalige Klassenkameraden aus München in Wien wieder getroffen habe, die jetzt zum Medizinstudium und auch zum Studium diverser anderer Naturwissenschaften nach Österreich gezogen sind. Ist also vielleicht gar nicht so blöd gewesen, dass ich damals nach Wien umziehen musste. Jetzt kommen ja alle meine Klassenkameraden hierher. Das ist auch wirklich lustiger Zufall. Aber ja, das ist tatsächlich ein gewisses Problem in Anführungszeichen, weswegen deutsche Studenten an der Wiener Uni gar nicht mal so beliebt sind. Also ich sage immer, ich komme aus Bayern, da haben sie mich wieder lieb. Aber wenn man aus Norddeutschland kommt, da ist in Österreich eher nicht so ein hohes Standing. Aber gut, egal, lassen wir das mal an dieser Stelle. Gehen wir zur nächsten Frage über. Jay Kenway fragt darüber hinausgehend noch, wie ich auf die Idee gekommen bin, diesen Kanal zu machen und ob ich Vorbilder habe. Das ist in der Tat gar nicht so leicht zu beantworten, denn also der Kanal an sich existiert ja schon länger und ich habe da Let's Play-Videos drauf gemacht. Ich werde darauf jetzt später nochmal etwas genauer eingehen. Aber was den politischen Content angeht, da habe ich zumindest einige Leute, die mich inspiriert haben, beziehungsweise die ich schon länger aktiv verfolge und wo ich mir gedacht habe, da könnte ich doch eigentlich selber mal in diesem Polit-Game mitmischen. Kurz gesagt, das sind im Wesentlichen 3 Leute. Der Schattenmacher, Friedrich von Osterhal und Insanity. Aus inhaltlichen Gründen, aus stilistischen Gründen, aus argumentativen Gründen, könnte man jetzt grob zusammenfassen. Wer da welchen Part erfüllt, das könnt ihr euch gerne selber ausmalen. Ich möchte jetzt da allerdings gar nicht mehr so weit drauf eingehen. Ich werde im Übrigen auch komplett ausklammern. Tut mir leid, Tanja übrigens. Was ich konkret von welchen YouTubern halte. Ja, weil Sympathien können sich relativ schnell ändern und vor allem will ich jetzt da auch nicht irgendwie Abstufungen machen müssen und jetzt da erst einmal großartig ausführend erklären müssen, warum ich jetzt den einen mehr mag als den anderen oder was. Manche Leute kenne ich vielleicht auch persönlich etwas besser als andere, deswegen kann ich da keine Abstufungen machen. Also Tanja, ich werde das komplett ausklammern. Wenn du das tatsächlich mal wissen willst, dann kannst du immer noch persönlich auf Discord mit mir drüber quatschen oder sonst irgendwas. Gut, also, Entschuldigung, zurück zur Frage. Ich glaube, das mit den Vorbildern habe ich gerade noch beantwortet. Und wie ich auf die Idee kam, den Kanal zu betreiben, könnte ich auch nochmal kurz sagen. Ganz einfach, ich habe gesehen, dass sich ja nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland zunehmend eine Gegenöffentlichkeit gegen den linken Mainstream bildet. Das habe ich sehr positiv wahrgenommen und habe dann die Gelegenheit gesehen,
mich da zu beteiligen an dem Aufbau einer Gegenöffentlichkeit. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Es darf ja nicht nur zwei, drei große Flaggschiffe geben, sondern es muss ja auch viele Kanäle geben, die quasi in eine ähnliche Richtung inhaltlich gehen, um entsprechend am Aufbau eines Gegenmodells zum linken Mainstream mitzuarbeiten. Was nicht bedeutet, dass ich prinzipiell gegen alle linken Positionen bin. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wahrscheinlich vertrete ich selber ein paar linke Positionen, ohne mir darüber überhaupt bewusst zu sein. Aber ansonsten ist es einfach nur wichtig, dass wir gerade seit 2015 eine für die Jugend attraktive Gegenbewegung darstellen zum linken Mainstream. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Ihr wisst alle, worauf ich hinaus möchte. Ja? Es gab entsprechend sehr viele Kanäle, wie ich auch mittlerweile viele persönlich kennenlernen durfte, die in eine ähnliche Richtung gehen, die zwar alle nicht wahnsinnig groß sind, aber die alle ihren Teil dazu beitragen. Und ganz ehrlich, das Wachstum, was mein Kanal in den letzten Monaten hingelegt hatte, das habe ich mir überhaupt nicht träumen lassen. Aber es zeigt mir, dass durchaus viele junge Menschen oder auch etwas ältere Menschen, wie ich bei meinen Analytics gesehen habe, bereit sind, sich entsprechend hinter diese neue Gegenöffentlichkeit zu stellen. Und das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich bin schon wieder abgeschweift. Ich merke das immer wieder mal. Das passiert mir ganz gerne. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Puffy Fanboy fragt, wieso hast du eigentlich eine militärische Uniform in deinen Videos an? Ja, das deckt sich ganz gut mit den anderen Fragen bezüglich der Herkunft meines Avatars, deswegen werde ich die jetzt mal in einem Schwung beantworten. Also, ich habe meinen Kanal Ende des Jahres 2015 erstellt und habe da mein Hobby ausgelebt, also ich habe Let's Plays gemacht, das 2 Jahre lang unter dem Namen Eagle LP. Das LP hinten war mir dann irgendwann einfach zu peinlich und habe mir dann den Namen Major Eagle gegeben, weil der einfach in meinen Ohren ganz gut klang. So, das ging dann noch ein Jahr so und dann kam das erste Video mit politischem Content auf meinem Kanal. Und ich stand jetzt also vor der Notwendigkeit, mir einen Avatar zuzulegen, weil ich das bei diversen anderen kritischen YouTubern natürlich auch vorher schon so gesehen hatte und es natürlich auch zur Identifikationsstiftung gar nicht so schlecht ist, wenn man so einen rumfliegen hat. Jetzt hatte ich allerdings ein kleines Problem. Ich bin kein Grafikertalent und ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt auch niemanden, den ich einfach so hätte fragen können, ob er mir denn nicht ein wunderschönes Modell zusammenbastelt, was meinen Vorstellungen entspricht. Ja, dann bin ich einfach mal auf Google Bilder gegangen und habe nach einem Avatar gesucht, der für meinen Namen einigermaßen passt. Eigentlich habe ich nur Major und Uniform eingegeben, aber da kam unter ferner liefen dann schließlich auch das Bild eines Charakters aus einem Anime, den ich vor ich weiß nicht wie vielen Jahren das letzte Mal gesehen habe. Nämlich der Charakter Shinya Hiragi aus Owari no Seraph. Ein Anime, den ich im Übrigen jedem empfehlen kann, der auch Animes wie Castlevania gefeiert hat. Der erschien mir jedenfalls optisch einigermaßen passend zu meinem tatsächlichen Äußeren, auch wenn ich natürlich keine weißen Haare habe, sondern eher hellblonde. Aber egal, insgesamt fand ich den auf jeden Fall soweit ganz passend und auch die deutsche Vertonung dieses Charakters klingt, naja, halbwegs so wie ich, also relativ ähnlich, zumindest kam mir das damals so vor. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ist eigentlich gar nicht so blöd, nehme ich doch einfach den. Und rausrendern aus diversen Standbildern konnte ich den auch immer ganz einfach. Und mittlerweile ist er mir durchaus auch ans Herz gewachsen. Also ich werde den werten Shinya weiterhin als Avatar behalten. So viel also zur Geschichte, woher die Uniform in den Videos kommt. Und das leitet uns gleich mal zur nächsten Frage über von Jace Seifert. Und zwar, durch deinen uniformtragenden Avatar wirkst du affin zur militärischen Gesinnung. Wie stehst du dazu? Naja, ich habe durchaus eine Affinität fürs Militär. Ganz einfach, weil man dort noch den Respekt vor der Autorität und einen gewissen Chorgeist vermittelt bekommt. Also ein Gemeinschaftsgefühl, ein Sinn für Gemeinschaft. Das ist etwas, was auch für den Zusammenhalt einer Zivilgesellschaft sehr wichtig wäre, was aber dort eben relativ vernachlässigt wird, weil wir in dieser liberalen, bürgerlichen Welt ja doch ziemlich aufs Individuum fixiert sind. Was nicht per se was Schlechtes ist, aber wobei natürlich gewisse Werte hintangestellt werden. Und die kriegt man eben bei der Armee noch mit. Jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Ich hoffe, das war jetzt in diesem Sinne ausreichend beantwortet. Aber machen wir gleich mit seiner nächsten Frage weiter. Was ist deine Meinung zum bedingungslosen Grundeinkommen in Deutschland? Wie beantworte ich das jetzt möglichst kurz und knackig? Aus meiner Sicht ist das sozialromantischer Bullshit, weil wir das Ganze nicht werden finanzieren können, ohne dass wir die arbeitende Bevölkerung noch stärker auspressen und es somit möglicherweise sogar noch, wenn wir die sehr Reichen rannehmen, noch zur Kapitalabwanderung kommen wird. Das ist eben die Krux. Die Linken meinen immer, sie könnten Armut quasi verbieten oder sie könnten Armut bekämpfen, indem sie allen Leuten Geld in die Tasche stecken, ohne dafür irgendeine Form der Gegenleistung zu verlangen. Das wird nicht aufgehen. Zum einen wird es zu einer Geldentwertung
bekommen, wenn wir den Leuten ohne Bedingung Geld geben. Zum anderen würde es dazu führen, dass die Leute, die noch was haben, ihr Kapital so schnell wie möglich in Sicherheit bringen werden und abwandern werden in andere Regionen, wo es eben derartig absurde Gesetze dann nicht gibt. Ja, es ist ja jetzt schon so, dass wir beim Höchststeuersatz von 48% da richtig schön zulangen. Das müsste man wahrscheinlich nochmal enorm anhöhen, damit man das überhaupt finanzieren könnte. Man muss sich das mal überlegen. Von 100 Euro, die ein Mittelschichtler verdient, gibt er 48 Euro an den Staat ab. Einfach so, damit der es dann wieder umverteilen kann. Ja, ich gehöre nicht zu den Leuten, die diese Art der Vermögensumverteilung gut finden. Muss ich ganz einfach sagen, das finde ich, das ist das Asoziale am Sozialstaat. Aber Gott, über den Sozialstaat könnte man wahrscheinlich nochmal ein eigenes Video machen, aber das jetzt nur mal grob angerissen, um deine Frage zu beantworten. Kommen wir zur dritten Frage von ihm. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wohlstand, Intelligenz und Geburtenraten? Ist Wohlstand von Intelligenz oder Intelligenz von Wohlstand abhängig? Nun ja, das ist natürlich jetzt ein sehr komplexes Thema, aber zur Beantwortung deiner Frage möchte ich einmal folgende Grafik heranziehen. Nämlich die Karte der Welt, wo wir schön aufgeschlüsselt sehen, wie hoch der IQ der einzelnen Länder tatsächlich ist. Und wir sehen, dass vor allem die Länder mit dem niedrigsten Durchschnitts-IQ in Zentral- oder auch in Schwarzafrika zu finden sind, während jetzt zum Beispiel Länder wie China oder Japan, aber eben auch die europäischen Länder ziemlich gut abschneiden. Nun, das Ganze hat nur bedingt etwas mit dem Einkommen zu tun, weil jetzt zum Beispiel China noch lange keinen so hohen Wohlstand hat wie jetzt Zentraleuropa, aber trotzdem intelligenzmäßig deutlich besser abschneidet. Es hat unter anderem wahrscheinlich auch tatsächlich was mit den Ausgaben für Bildung zu tun, aber nicht alleine. Möglicherweise hat es sogar noch eine Abhängigkeit vom Klima gegeben, also vor allem Länder in extrem heißen Klimaregionen haben einen niedrigeren Intelligenzquotient, das kann man hier auch ablesen. Also insgesamt, es hängt auch nicht unbedingt an einer gewissen Rasse, denn auch innerhalb der Rassen gibt es da klimatische Unterschiede, die sich dann auch im IQ niederschlagen. Ganz besonders interessant wird es aber dann, wenn wir uns die kulturelle Komponente anschauen, und da sehen wir natürlich schon einen deutlichen Unterschied zwischen eben der westlichen Kultur, die im Intelligenzdurchschnitt deutlich besser abschneidet als beispielsweise der Raum der islamischen Kultur oder dann eben auch der kulturelle Raum Ostasiens, also die chinesische Kultur, die japanische Kultur, die eben da ganz anders aufgestellt ist als auch dann der Rest unten in Asien, also Südasien oder auch Indien. Da gibt's, wie gesagt, viele Faktoren, die reinspielen. Rassistisch ist das Ganze auf jeden Fall nicht, weil da wäre ja so ziemlich jede Statistik, wo jetzt afrikanische Länder schlechter abschneiden als der Rest, wären rassistisch. Das wollte ich nur dazu sagen, weil ich das immer wieder auch schon in Diskussionen gelesen habe, dass ja so eine Statistik grundsätzlich rassistisch sei. Nein, ist es nicht. Also ich würde schon sagen, dass Intelligenz bis zu einem gewissen Grad schon vom Wohlstand abhängig ist, weil man natürlich auch nur ab einem gewissen Wohlstand tatsächlich Bildung gezielt fördern kann. Und Bildung ist natürlich sehr zuträglich für eine Zunahme der Intelligenz. Andererseits, und jetzt kommen wir zu einem Faktor, der natürlich immer ganz dünnes Eis ist, weil man da sehr schnell mit dem Rassismusvorwurf überzogen wird, aber es könnte auch mit unterschiedlichen evolutionären Strategien zu tun haben. In Europa haben wir ja mittlerweile eigentlich das System etabliert, dass wir weniger Kinder bekommen, die wir dafür dann aber mit unserer Bildungsinfrastruktur besser ausbilden. Ja, also weniger Kinder, bessere Ausbildung, ist zumindest die Strategie dahinter. Die Strategie in anderen Ländern ist es, mehr Kinder zu haben, die zwar schlechter ausgebildet sind, aber dadurch, dass sie so viele sind, den Fortbestand der jeweiligen Familien sichern können. Also in Anführungszeichen Qualität gegen Quantität. Und das schlägt sich dann vermutlich auch irgendwo im IQ nieder. Aber wie gesagt, das ist ein kontrovers diskutiertes Thema und ich will mich da gar nicht zu sehr reinknien. Aber nur um deine Frage zu beantworten, guck dir diese Grafik an und guck dir die Links an, die ich in der Videobeschreibung zu diesem Thema entsprechend noch unterbringen werde. Gut, damit hätten wir den werten Jay Seifert mal abgehakt und ich werde jetzt einfach die Fragen so nehmen, wie sie kommen und sie dann entsprechend beantworten. Also Struktur könnt ihr von jetzt ab vergeblich erwarten. Also machen wir weiter. So, also Crispy hat noch eine Frage, dann sind wir mit dem nämlich auch durch. Und er fragt, wie lange brauchst du im Durchschnitt zum Erstellen eines Videos und was hast du für Software und Hardware dafür? Naja, also wenn ich jetzt mal den Prozess der Themenfindung und Quellensuche und so weiter ausklammere, nur alleine die visuellen Aspekte und das Einsprechen und so weiter, dann brauche ich so ungefähr im Durchschnitt 4 Stunden für ein Video.
Ja, also wenn man jetzt den ganzen Rattenschwanz hinten dran noch mit dazu rechnet, dann sind das sicherlich 10 Stunden, ja, weil ich ja mich erstmal auch mit dem Thema in gewisser Weise beschäftigen muss, bevor ich dazu ein Video mache. Aber jetzt nur mal auf die visuellen Aspekte bezogen. Ja, und was für Software und Hardware? Nun ja, Hardware, da blende ich jetzt einfach mal ein, was für ein PC ich verwende und was da alles drauf ist. Ich bin jetzt zu faul, die Komponenten einzeln aufzuzählen. Und Software, ja, also zum Aufnehmen meiner Stimme benutze ich Audacity. Und ja, mein Mikrofon ist ein ganz normales Gaming-Headset aus der unteren Preisklasse. Da wird aber die nächsten Wochen ein neues, ein besseres kommen. Also zumindest ein besseres Mikrofon. Das Headset bleibt natürlich, aber dann werde ich halt das Mikrofon für die Videos verwenden. Ansonsten, ja, für den visuellen Teil benutze ich dann noch Camtasia Studios 8, also zum Schneiden und visuelle Effekte einfügen und so weiter. Das ist so das Wesentliche. Ja, und Software, naja gut, ansonsten Windows 10 halt. Das zählt, glaube ich, noch zur Software dazu. Ich bin nicht so bewandert in diesen Themen. Ja, also soweit zu Crispy. Kommen wir jetzt zum Fragebogen, den mir die werte Tanja von Degoritschaf hier hingeknallt hat. 10 Fragen. Werde ich jetzt natürlich die ausklammern, wo es um die Meinung zu konkreten YouTubern geht. Da bleiben noch 4 Fragen übrig. Erstens, was ist deine Meinung zu Shinya Hiragi? Für die Leute, die es vergessen haben, das ist der Typ, dessen Avatar meine Videos ziert. Ja, ein absolut cooler Typ. Ich habe den gut in Erinnerung. Den Anime habe ich ja ewig nicht mehr gesehen. Ist aber ein sehr interessanter Support-Charakter, dessen Charakter sich auch im Laufe des Animes entsprechend wandelt. Also für die Leute, die auf dieses Genre stehen, ich empfehle euch den Anime, schaut ihn nicht unbedingt an. So, daran anschließend werde ich jetzt mal die Frage nehmen: Wer ist süßer, Shinya Hiragi oder Rory Mercury? Vergleichen wir da nicht Äpfel mit Birnen? Ich meine, das eine ist eine Frau und das andere ist ein Mann. Ich kann da nicht so ganz objektiv auf die beiden gucken. Aber wisst ihr was? Ich überlasse das einfach eurer Anschauung. Da sage ich jetzt gar nichts zu. Drittens, was ist deine Meinung zu der AfD? Ja, ist grundsätzlich ein absolut legitimer Mitspieler im parlamentarischen Game in Deutschland. Und ich hoffe, dass die Partei endlich mal so groß wird, dass man nicht mehr an ihr vorbei Politik machen kann. Wir haben ja dieses Jahr in Ostdeutschland noch 3 wichtige Wahlen, wenn ich mich richtig erinnere, wo die AfD vermutlich endgültig jetzt alle anderen Parteien hinter sich lassen wird. Und dann wird es mal interessant. Ich hoffe, dass die AfD tatsächlich jetzt mal irgendwann durch ihre schiere Größe zu einer Veränderung des politischen Kurses von Deutschland beitragen wird. Ob sie tatsächlich die Erwartungen erfüllt, die sie im Moment an vielen Stellen weckt, das kann man jetzt natürlich noch nicht abschließend sagen, ja, da kann man nur spekulieren. Ich hoffe sehr, dass die AfD sich hier nicht vom bestehenden System einspannen und einlullen lässt, sondern tatsächlich ihren Weg geht und ihre Ziele dann auch konsequent durchzieht, sollte sie einmal in der Position dafür sein. Und schließlich viertens, was ist deine Meinung zu Saga of Tanya the Evil? Ja, ist ein Anime für die Leute, die wieder keine Ahnung haben, worum es geht, wo es im Prinzip um eine, naja, etwas magisch aufgepimpte alternative Geschichte geht, die ungefähr zur Zeit des Ersten Weltkrieges spielt. Ich will jetzt da auch wieder nicht zu viel verraten, also für die Leute, die tatsächlich auch wieder auf alternative Geschichte, auf Magie und auf so etwas stehen, guckt euch den an. Ist ein cooler Anime. Auch den habe ich wieder vor Ewigkeiten mal gesehen. Der war sehr, sehr gut, obwohl ich mich nach wie vor frage, warum der Hauptcharakter Tanya einfach wie ein kleines Mädchen aussieht. Wollte man damit so ein paar Loli-Fans glücklich machen? Ich weiß es nicht. Die Story hätte mit einem jungen Mann Mitte 20 genauso gut funktioniert, meiner Ansicht nach. Also, naja, egal, die Japaner sind in diesem Zusammenhang ein bisschen weird. aber nee, also soweit ein cooler Anime, schaut ihn euch unbedingt an. Kommen wir zur nächsten Frage. Gut, Chilla03 Heftig, ich liebe diesen Namen, fragt: Was bringt dich so richtig auf die Palme? Ganz einfach, schlechte Rechtschreibung. Die bringt mich auf die Palme. Und Wassermelonen, die hasse ich auch. Und für Leute, die jetzt nicht wissen, was ich mit Wassermelonen meine, ich meine nicht das Obst. Ich meine Leute, die außen grün und innen rot sind. Solche Leute kann ich auf den Tod nicht leiden. Und vor allem schlechte Rechtschreibung. Also darüber echauffiere ich mich ja gerne. Wer mit mir auf Discord rumhängt und ab und zu mal sieht, wie ich über sowas rumranten kann, das ist, das meine ich ernst, das spiele ich nicht. Ich hasse es abgrundtief und ich hasse es auch selber, wenn ich eine Nachricht verfasse oder einen Text schreibe und ich finde im Nachhinein da irgendeinen Rechtschreibfehler oder ich habe ein Komma oder ein Leerzeichen vergessen. Ich hasse mich den ganzen Tag dafür. Ich weiß nicht, ich bin so erzogen worden und irgendwie, also gute Rechtschreibung ist bei mir einfach Standard. Also soweit dazu. Nächste Frage. Nierger fragt zum Q&A: Erstens, mit der Rettich-Frage vertraut, und wenn ja, deine Antwort wäre: Nein, ich habe mir noch kein Rettich. Ah, oh, Teufel. Nächste Frage.
zu öffentlich-rechtlichen Medien generell. Überarbeiten oder abschaffen? Ja, ich würde sagen, im Zweifel lieber überarbeiten. Also, ich meine, wenn man schon so einen beitragsfinanzierten Sendebetrieb betreiben möchte, was ja grundsätzlich durchaus legitim ist, dann aber auch bitte ohne irgendwelchen politischen Inhalt. Das ist einfach, ich habe viel zu oft das Gefühl, dass die Öffentlich-Rechtlichen so eine Art pädagogische Lehranstalt für den normalen Bürger im politischen Bereich bilden. Und das ist einfach nervig, weil man sich so bevormundet vorkommt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so Sendungen wie Hart, aber fair oder Sendungen wie jetzt irgendwie bei Maybrit Illner oder Maischberger und wie diese ganzen Gestalten alle heißen, das sind so Geschichten, da komme ich mir immer wieder vor, wie als möchte man mir jetzt eine bestimmte Meinungsbildung aufdrücken. Und das mag ich einfach nicht. Vielleicht seht ihr das anders, aber ich würde die Rundfunkanstalten, wenn, dann überarbeiten. Also, dass sie dann einen nicht politischen Content machen. Also die politische Bildung, würde ich sagen, sollte jeder Bürger selbst in die Hand nehmen und nicht von einem staatlich finanzierten Sender übernehmen lassen, der ja von vornherein halt dann schon ein Vertrauensproblem hat oder beziehungsweise ein Problem mit der Legitimation seines Tuns. Ja, kommen wir jetzt dann zur nächsten Frage, die in abgewandelter Form von zwei Leuten gestellt worden ist. Einmal von The Nightfly 84 und einmal von Archer. Und zwar fragt The Nightfly: Warst du schon immer politisch interessiert oder gab es einen bestimmten Auslöser? Und hat sich deine politische Sicht im Laufe der Jahre gewandelt oder warst du schon immer so grundsolide vernünftig eingestellt? Ach komm, jetzt fängt er mir an zu schmeicheln. Interessiert mich sehr, da ich selbst ein Erlebnis des Erwachens brauchte, um endlich klar sehen zu können. Die gute alte rote Pille sozusagen. Und Archer schreibt: Warst du immer patriotisch gewesen oder hattest du einen Red Pill-Moment gehabt? Wenn ja, schildere diesen. Ach Gott, ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich bin eigentlich immer schon konservativ gewesen. Ganz einfach, weil das in meinem Familienumfeld weitestgehend Standard war, wie es halt in Bayern grundsätzlich Standard ist, dass die Leute eher konservativ eingestellt sind. Auch wenn ich in München groß geworden bin, einer, wie wir ja alle wissen, rot regierten Stadt, das hat nicht wirklich gezählt. Das hat uns nicht wirklich gekümmert, weil die bayerische Kultur ist halt vor allem auf dem bayerischen Land vertreten und da sind halt auch viele meiner Verwandten, wo ich immer wieder zu Besuch bin. Ich habe das alles nicht sehr viel hinterfragt. Dann kam 2015 ja der Beginn der Flüchtlingskrise, da war ich ja schon in Österreich und habe da nicht sofort alles so mitgekriegt, vor allem weil die Österreicher ja massiv die Leute durchgewunken haben nach Bayern. Aber als ich dann wieder mal in Bayern zu Besuch war, habe ich dann eben auch nicht nur von meinen Verwandten, sondern auch von deren Freunden, die da teilweise in wenigen 100 Seelendörfern leben, die Auswirkungen mal mir angehört, weil wie nehmen die Leute wahr? Und das war eben kein positives Bild. Und als dann auch in den Städten die ersten Asylantenheime auftauchten und immer mehr Leute sagten, ich fühle mich hier nicht mehr sicher, ja, dann kam mir natürlich schon der Gedanke, wieso unternehmen wir dann nicht was dagegen? Beziehungsweise, wie können wir tatsächlich darauf hinarbeiten, dass sich die Leute wieder sicher fühlen, dass wir wieder ein Sicherheitsgefühl bekommen? Und ich habe mich da intensiv dann auch mit meinen späteren Studienkollegen unterhalten und ja, was soll man sagen, die Uni ist halt sehr links und wie immer eigentlich bei solchen Diskussionen kommt man dann schnell eine hitzige Debatte und dann kamen so die ersten Nazi-Argumente in Anführungszeichen, die mir um die Ohren gehauen worden sind. Ja, also ja, du Nazi, du Rassist, du Faschist, was weiß ich was alles, ja. Wenn man tatsächlich einfach nur mal die Sorgen der Bürger formuliert. Und das war so der Moment, wenn wir jetzt einen Red Pill-Moment ausmachen wollen. So im Prinzip Mitte des Jahres 2016, wo mich eine Professorin des Saales verwiesen hat, weil ich auf die negativen Folgen der Einwanderung bzw. der Flüchtlingskrise hingewiesen habe. Wir waren in einem Seminar über Globalgeschichte. Und da ging es um Migrationsströme und da hat man dann versucht, quasi die Völkerwanderung in einen Kontext mit der heutigen Flüchtlingskrise zu stellen. Und da habe ich eben dann auch auf die negativen Folgen sowohl der Völkerwanderung als auch der negativen Folgen unserer heutigen Migration verwiesen. Und die Professorin hat mich damals des Saales verwiesen, von wegen mit einer derartigen Meinung würde sie nichts zu tun haben wollen, ich solle den Kurs verlassen. Ja, das war für mich dann so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also ich habe da jetzt weder offensiv irgendwen, sage ich jetzt mal, runtergemacht, sondern ich habe lediglich auf Fakten verwiesen, ich habe das Ganze mit Quellen belegt und ich werde hier einfach verwiesen. Die Meinung wird hier nicht geduldet. Da habe ich gesagt, okay, so ist das also. Dann ziehe ich jetzt hier die Konsequenzen. Ich glaube, schon einige von euch hatten wahrscheinlich auch so einen Moment. Das war so ein Moment, wo ich mich ganz klar einem politischen Lager zugeordnet habe, sage ich mal. Ich war vorher schon relativ konservativ eingestellt, jetzt habe ich gesagt, okay, also so läuft der Hase hier, nee, vergesst das gleich mal, ja, ich grenze mich ganz klar von dieser linken Geisteshaltung ab, wenn mich jemand nach meiner politischen Gesinnung fragt, ich bin patriotisch.
Das war so der Moment, könnte man sagen. Jetzt habe ich gerade ziemlich lange am Stück geredet. ich glaube, wir gehen gleich mal zur nächsten Frage von Archer über, der nämlich fragt: Wenn du die Wahl hast, mit welcher historischen Persönlichkeit würdest du mal zu Abend essen und warum? Ich glaube, ich würde am liebsten mit Kaiser Wilhelm II. Zu Abend essen. Und zwar aus dem Grund, weil ich mir mal darüber im Klaren sein wollen würde, welche Rolle er tatsächlich für Deutschland in der Welt vorgesehen hat. Und zwar nicht nur das, was man aus den Tagebüchern oder aus den Aufzeichnungen von ihm kennt, sondern gerade zur Zeit des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Wie hat er sich da gefühlt, beziehungsweise wie hat er das wahrgenommen? War das tatsächlich ein unkontrollierbarer Sog, wie man das Ganze ja gerne darstellt in dieser Phase 1914, oder war das möglicherweise mit sehr viel politischem Kalkül geplant? Hatte Wilhelm II. Überhaupt eine Vision, was nach dem Krieg kommen sollte? Oder hatte er überhaupt eine Vorstellung, wohin es mit Deutschland gehen sollte? Das alles sind so Fragen. Klar kann man dazu Bücher lesen. Das mache ich auch übrigens im Rahmen meines Studiums. Aber man bekommt eben trotzdem nicht unbedingt die persönliche Perspektive von Wilhelm II. Mit. Und ich glaube, mit dem würde ich sehr gerne Abendessen. Und falls der Willi II. Gerade mal keine Zeit hätte, glaube ich, würde ich mit Bismarck zu Abend essen. Das ist auch eine hochinteressante Persönlichkeit und eigentlich so ziemlich der letzte fähige Außenpolitiker, den wir hervorgebracht haben. Ja, also das wäre dann so meine zweite Wahl quasi. Und dann kommen wir noch zur letzten Frage von ihm. Er hat offenbar ein Problem mit seinem Ofen. Ist es eine gute Idee, eine Mikrowelle als einen Ersatzofen zu verwenden, um einen Kuchen zu backen? Der Ofen ist defekt und in ein paar Stunden beginnt eine Geburtstagsfeier. Ja, tut mir leid, dass ich da erst jetzt drauf antworte. Da dürfte die Party schon längst gelaufen sein, aber eigentlich müsste das funktionieren. Also ich habe zumindest mal so Rührkuchen oder was das war in der Mikrowelle gemacht, weil der Ofen im Arsch war. Aber das hängt natürlich wahrscheinlich vom Modell zu Modell ab. Müsste aber eigentlich grundsätzlich möglich sein, aber ich bin natürlich kein Konditor. So, nachdem wir hier ein bisschen aufgelockert haben, kommen wir jetzt da mal zu einer etwas gehaltvolleren Frage von Judron Mikros. Wie findest du, dass Rechtsliberale behaupten, die Nationalsozialisten wären Linksfaschisten gewesen? Denkst du, da ist etwas dran? Naja, ich will mich ja jetzt nicht allzu sehr an semantischen Details aufhängen, aber es ist grundsätzlich erst einmal unkorrekt, Nationalsozialisten und Faschisten in einen und denselben Topf zu schmeißen. Das ist ein Trick, der von der linken Geschichtsschreibung lange Zeit angewandt worden ist. Man schmeißt die in einen und denselben Topf, nennt das dann alles Faschismus und hofft, dass keiner darauf kommt, dass es durchaus Überschneidungsflächen zwischen dem Nationalsozialismus und dem Sowjetkommunismus bzw. des Sozialismus in der Sowjetunion gegeben hat. Ja, da gab es nämlich durchaus einige und die werde ich jetzt mal in der Folge aufzählen. Also, da gab es zum Beispiel ein Parteiensystem, das kennen wir ja. Also einmal die Sowjetunion mit ihrem Einparteiensystem und der Nationalsozialismus. Darüber hinaus auch eine Ideologie, die das gesamtliche gesellschaftliche Leben kontrolliert. Dazu das Ausschalten jeglicher Opposition, ein allmächtiger Polizei- und Überwachungsstaat und die Macht des Militärs ist auch omnipräsent. Das waren alles jetzt Überschneidungsflächen zwischen der Sowjetunion und dem Nationalsozialismus in ihrer Gesellschaftsstruktur. Darüber hinaus haben wir dann noch natürlich die zwar rassisch motiviert, aber trotzdem stattfindende Umverteilung innerhalb der Bevölkerung. Wir haben die Organisation in diversen gleichgeschalteten Verbänden. Auch das ist eine Überschneidungsfläche, gab es in der Sowjetunion auch. Also all das sind so Dinge, da sieht man schon, dass der Nationalsozialismus durchaus auch linke Elemente eben übernommen hat. Deswegen heißt er ja so. Ja, es geht nicht nur darum, dass der Sozialismus da im Namen steht, sondern er ist auch inhaltlich beim Nationalsozialismus vertreten. Und wie ich das finde, ja, ich weiß nicht, in welchem Kontext so eine Aussage dann im Zweifel verwendet wird. Ich vermute mal eher, um auf die Methodik beider Lager aufmerksam zu machen. Ja, um eben diese Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Und das finde ich grundsätzlich gut und richtig, weil es wichtige politische Debatten anstößt. Aber gut, lassen wir das an der Stelle. Man kann da jetzt noch tiefen philosophieren, aber wir kommen jetzt mal zur nächsten Frage. Leonardo von Brandt, Fürst von Sachsen, fragt: Glaubst du, Deutschland ist noch zu retten? Ja, das glaube ich durchaus. Ich weiß, dass einige Patrioten da ziemlich geblackpillt sind, was das angeht. Ich würde das allerdings alles hier nicht so schwarzmalerisch sehen. Niemand hat uns gesagt, dass die Rettung Deutschlands uns einfach so in den Schoß fallen würde oder dass dieses System, das wir hier aktuell in der Macht haben, seine Macht einfach nur abgeben würde, wenn wir lange genug dagegen protestieren. Nein, dieses System, das Deutschland in eine multikulturelle Hölle verwandeln möchte, meiner Ansicht nach,
kämpft gerade seinen letzten Kampf und alle wissen das insgeheim. Wir sehen, dass sich die Verhältnisse in Deutschland ändern. Die Frage ist nur, ob sie sich schnell genug ändern. Da kann ich freilich nur spekulieren. Österreich hat jedenfalls vorgemacht, wie es auf demokratischem Wege funktioniert. Auch wenn die patriotische Bewegung gerade durch die Ibiza-Affäre wieder schmerzlich nach hinten geworfen worden ist. Aber dennoch wird das auf Dauer nicht viel am Resultat ändern. Die Patrioten haben in Österreich mittlerweile einen festen Stand und in Deutschland müssen sie den auch bekommen, aber in Deutschland werden sie sich den vermutlich erstmal mühsam politisch erkämpfen müssen. Aber wenn die AfD, die ich im Moment eigentlich als einzige parlamentarische Option für uns Patrioten sehe, wenn die AfD tatsächlich mal stark genug wird, dass keiner mehr an ihr vorbeikommt, dann sind wir durchaus in der Lage, auch auf demokratischem Wege hier was zu unseren Gunsten zu verändern. Wie lange das dauert? Who knows? Keine Ahnung, kann alles passieren. Wir müssen uns ja nur mal daran erinnern, wie das mit der DDR zu Ende gegangen ist. Also, wer weiß. Es kann ganz plötzlich passieren, es kann mit der Zeit abgebaut werden. Keine Ahnung. Ich glaube durchaus, dass Deutschland noch zu retten ist. Wir dürfen jetzt nur nicht den Mut verlieren, auch wenn es mal Rückschläge geben sollte. Denn das ist genau das, worauf unsere Gegner spekulieren. Dass wir nicht den langen Atem haben. Dass wir uns jetzt von irgendwelchen Schikanen kleinkriegen lassen. Genau das darf uns nicht passieren. Wir müssen weiterhin unserer Linie treu bleiben, standhaft bleiben und den Gegner mit Argumenten herausfordern und ihn ins Schwitzen bringen. Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Ob unsere Bemühungen am Ende von Erfolg gekrönt sein werden, wird die Zeit allerdings noch zeigen. Kommen wir zur nächsten Frage. Sollte man Volksentscheide in Deutschland einführen? Gut, jetzt mal davon abgesehen, wie häufig wir Volksabstimmungen einsetzen würden. Ich sehe darin durchaus ein wirksames Instrument, um dem Volk mehr tatsächliche Macht zu geben. Auch tatsächlich mal an den Geschäften der Politiker vorbei etwas politisch zu bewegen. Das Problem, was ich bei Volksabstimmungen halt auch immer wieder sehe, ist halt, dass die Masse relativ leicht manipulierbar ist. Und zwar in die eine wie auch in die andere Richtung. Das bietet aus propagandistischer Sicht natürlich immer große Chancen, aber auch große Risiken für die Gegenseite. Es ist einfach so, dass bei Volksentscheiden oftmals weniger unbedingt rationale Argumente eine Rolle spielen, als mehr emotionale Befindlichkeiten dahinter. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob jetzt die Vorteile oder die Risiken bei so etwas größer wären für unsere Demokratie, aber in gewisser Weise ist es auf jeden Fall mal ein wirksames Instrument, um tatsächlich auch mal am Parlament vorbei Entscheidungen im Sinne des Volkes zu treffen und deswegen befürworte ich das Ganze grundsätzlich. Gut, dann kommen wir zur dritten Frage von ihm. Welchen Staat findest du in der deutschen Geschichte am besten, / schlechtesten und warum? Ich glaube, ich werde hierbei nur die Frage nach dem besten Staat beantworten, weil beim schlechtesten habe ich eigentlich außer dem Dritten Reich keine Optionen. Deswegen ist es auch herzlich sinnlos, diese Frage zu beantworten. Also, welchen Staat finde ich am besten? Vermutlich würde ich da beim Kaiserreich hängen bleiben, also beim Deutschen Kaiserreich unter Wilhelm I. damals, also 1870-71 aus der Taufe gehoben, nach dem Kampf gegen Frankreich. Ja, ganz einfach deswegen, weil im Grunde da zu dem Zeitpunkt die meisten deutschen Völkerschaften in einem Staat tatsächlich vereint waren. Und das Deutsche Kaiserreich eine wirtschaftliche Blütezeit genossen hat und auch wissenschaftlich enorm vorangeschritten ist und es damals tatsächlich eine große nationale Hochstimmung gegeben hat. Das waren alles so Aspekte, die sehr, sehr positiv sind und dabei habe ich jetzt die machtpolitische Ebene noch gar nicht mit einbezogen, ja, also dass wir tatsächlich auch auf dem Weg zur Weltmacht waren, dass man an Deutschland nicht mehr vorbeigekommen ist. Das ist zwar in der heutigen Zeit stellenweise auch noch so, aber allenfalls, wenn es noch um die Wirtschaft geht, machtpolitisch im Sinne von tatsächlicher Stärke sind wir eher unter ferner Liefen. Aber naja, gut, darüber soll es jetzt nicht weitergehen. Gehen wir mal zur nächsten Frage von The Owning Spirit. Mal angenommen, rein hypothetisch, das Armageddon ist eingetroffen, so wie es der Down-Syndrom Thunfisch vorausgesehen hat, und du bist der einzige verbliebene Mann auf der Welt und es gibt nur noch zwei Frauen. Safran Chebli und der eben oben genannte Thunfisch. Wen würdest du eher als Haifischköder benutzen? Schwierig. Also ich hätte wahrscheinlich eher ein schlechtes Gewissen, eine 16-Jährige ins Wasser zu schmeißen. Aber andererseits, Safran Chebli als Haifischköder zu benutzen, ist glaube ich eher kontraproduktiv. Also da glaube ich, würden die Haie eher Reis ausnehmen. Das wäre eigentlich ganz gut, so als Haifischabschreckungsmittel. Aber nee, tut mir leid. Also nur aufgrund der Effizienz muss ich jetzt leider, da muss der Thunfisch dran glauben. Tut mir leid. I'm sorry. So, kommen wir zur nächsten Frage von Leon Schweder.
Wie lange glaubst du, dauert es, bis sich die SJWs über die männlichen Propheten aufregen? Boah, keine Ahnung. Vielleicht tun sie das längst und ich habe noch nichts mitgekriegt. Also, zumindest über die männlichen Propheten in der Bibel werden sie sich sicherlich bald aufregen, wenn sie das nicht schon tun. Also, wir wissen ja, dass die SJWs eine ganz bestimmte Religion ausklammern. Welche das ist, überlasse ich mal eurer Fantasie. Nächste Frage. Eulenfederblickpunkt möchte wissen, wie weit war dein längster Spähflug, Herr Adler? Ja, das war wieder so eine Frage, da musste ich mich erstmal bei ihm erkundigen, wie er das überhaupt meint. Ich hatte das nämlich zuerst so verstanden, als ob er wissen wollte, wie lange mein längster Flug ging. Das wäre nämlich der 11-Stunden-Flug von München nach Bali gewesen. Aber er meinte das wohl in Bezug auf YouTube, wie weit ich denn da schon so ungefähr rumgekommen sei. Naja, also ich bin ja eigentlich nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, weil ich eine latente Abneigung gegen die englische Sprache habe und weil die englischen SJWs noch viel schlimmer sind als die deutschen und ich da absoluten Gehirnkrebs kriegen würde, wenn ich mich mit denen beschäftigen würde. Und naja, gut, wenn ich sagen würde, was hat mich am meisten Vorbereitungszeit gekostet, dann glaube ich, war das das Reik Anders Video über den Migrationspakt, weil ich mir erst einmal den Migrationspakt, soweit was veröffentlicht war, alles durchlesen musste. So, ich hoffe, das beantwortet die Frage jetzt ungefähr irgendwie, ansonsten werde ich mich mal mit TK entsprechend zusammensetzen. Also, mit Eulenfeder, hier heißt er ja Eulenfederblickpunkt. Gut, nächste Frage, was haben wir denn noch hier liegen? Ja, Michi... Doppelpunkt 3, achso, das soll ein Smiley sein. Michi, möchte wissen, ich will irgendwie was fragen, aber ich bin zu müde, um mir was Ordentliches zu überlegen. Also frage ich einfach, was du so über Hypnose denkst, beziehungsweise was du darüber überhaupt weißt. Sorry, falls du schon mal was dazu gesagt haben solltest, ich habe nicht alle deine Videos von dir gesehen, geschweige denn mir gemerkt, wie unverschämt, ich bin empört von ihrem Getue. Nee, sorry. ja, Hearts of Iron 4 Flashbacks. Entschuldigung. Nee, also über Hypnose, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Wirklich nicht. Also da habe ich aber auch nie was dazu gesagt, ganz einfach, weil ich davon keine Ahnung habe. Aber naja, sollte ich mir irgendwann mal was anlesen, lieber Michi, süße Smiley, dann kann ich da vielleicht rückblickend noch was dazu antworten. Aber gut, lassen wir das an der Stelle und kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Und ich sehe gerade, dass wieder ein paar allgemeine Fragen sind, werde ich die wieder zusammenlegen. Also, zum einen mal hier von Shredder884. Ohne lang darüber zu grübeln, Lieblingsfilm und Lieblingsserie und dazu, so kurz es geht, warum ausgerechnet diese? Gut, da fangen wir doch mal mit dem Lieblingsfilm an. Matrix. Also, der erste Teil Matrix. Warum muss ich das großartig erklären? Also, vor allem, wenn man die anderen beiden Teile danach noch gesehen hat, dann muss man einfach sagen, dass Matrix mit Abstand der beste Film der Reihe war und war auch einfach mein Lieblingsfilm. Mir hat die Story gut gefallen, die Charaktere waren gut umgesetzt und ja, auch die Effekte waren damals für mich spektakulär, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ist mir einfach am meisten im Gedächtnis geblieben, dieser Film. Ja, dann Lieblingsserie. Ich bin ja eigentlich nicht so der wahnsinnige Serienjunkie, aber die letzte Serie, die ich wirklich mal konsequent von Anfang bis zum Ende durchgeguckt habe, ohne dass ich gemerkt habe, wie die Zeit vergeht, war Dexter. Zu Dexter muss ich eigentlich an sich nicht viel sagen, weil ich wahrscheinlich sonst wieder zu viel vorwegnehmen würde, aber Dexter ist meiner Ansicht nach eine großartige Serie mit großartiger charakterlicher Umsetzung und einer sehr interessanten Storyline. Die zwar am Anfang ein bisschen braucht, um in Fahrt zu kommen, also nach einer Folge war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich mir das bis zum Ende antun will, aber es hat sich gelohnt, war eine großartige Serie und ja, also das ist so mein absoluter Liebling, aber das liegt auch daran, dass ich einfach nicht sehr viel gesehen habe, also die ganzen großen Nummern von heute, also Game of Thrones zum Beispiel habe ich auch nicht gesehen, da werde ich regelmäßig von meinen Studienkollegen gesteinigt, aber mei. Man kann nicht alles gucken. Ich weiß auch nicht, ich habe gar nicht die Zeit, das alles anzugucken. Aber soweit dazu. Und damit hätte ich auch schon einen Teil der Fragen von Goethe93 beantwortet, der darüber hinaus noch fragt, welches ist dein Lieblingsbuch? Ah, ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, da ich sehr viele Bücher mittlerweile gelesen habe, qua meines Studiums und auch, weil ich insgesamt sehr gerne lese. Aber wenn ich mich jetzt auf eines festlegen müsste, dann wäre ich bei Werner Boimelburg und seinem Buch Sperrfeuer um Deutschland. Eine Schilderung der Ereignisse des Ersten Weltkrieges, direkt geschrieben in der Zeit danach, also 1929 ist, glaube ich, die erste Ausgabe davon rausgekommen. Also ein sehr interessantes Werk, sehr veranschaulichend für die Leute, die sich gar nicht so sehr mit dem Ersten Weltkrieg vielleicht beschäftigt haben, mit sehr viel Kartenmaterial, mit Gefechtsskizzen und so weiter. Man hat ein richtig lebendiges Gefühl dabei, wenn man dieses Buch liest und deswegen habe ich es auch immer wieder in meinen Arbeiten auch an der Uni untergebracht. Also ich
forsche, vor allem im Bereich des Ersten Weltkrieges. Und da kommt man an diesem Werk nicht vorbei. Es ist wirklich literarisch sehr wertvoll. Und falls es irgendjemand von euch mal in einem Antiquitätenladen irgendwo sehen sollte, dann könnt ihr es euch ja mal mitnehmen. Es ist wirklich auf jeden Fall das Geld wert. Ich weiß gar nicht, wie viel es heute kostet, aber ich habe es noch bei mir in der alten Bibliothek unten stehen. Deswegen, das ist also das Buch, welches, ich sage jetzt mal, am meisten Eindruck gemacht hat und welches ich auch in meiner Facharbeit damals noch an der Schule verwendet habe und später mir dann auch an der Uni immer wieder über den Weg gelaufen ist, sozusagen. Gut, was schreibt er sonst noch hier? Welche Bands, Schrägstrich Musiker hörst du? Ja, mein Musikstil, der ist ein wenig speziell, sage ich mal. Ich glaube, wer bei mir auf Discord rumhängt, der weiß schon circa, um welche Musik es sich da drehen wird. Aber ich sag mal so, die Musikliste von Dr. Ludwig suchte ich gerade durch. Also im Wesentlichen deutsche Volkslieder, Soldatenlieder, Märsche und so weiter. Einfach, weil das kulturell extrem wertvoll ist. Und ansonsten, wenn ich gerade mal keine Märsche oder Volkslieder höre, dann ist bei mir absolut Metal ganz oben dran. Und nein, ich habe keine langen Haare und wackel dauernd mit dem Kopf, wenn ich das höre, aber es ist einfach, es passt zu gewissen Stimmungen einfach dazu. Und wenn ich da jetzt nochmal ein paar Bands nennen müsste, dann wären das wahrscheinlich Sabaton, Brothers of Metal und Powerwolf. Das wären jetzt so die, die mir spontan einfallen würden. Gut, dann schreibt er außerdem hier noch: Magst du Bier? Und wenn ja, welches? Bier an sich mag ich schon. Welches ist die Frage? Naja, gut, also. Franziskaner mag ich sehr gerne, aber auch das tschechische Bier, wie heißt das gleich? Kožel oder Kotzl. Also Kotzl sagen wir an der Uni immer, obwohl es eigentlich Kožel heißt. Also dieses Bockbier, ich blende einfach mal die entsprechenden Verpackungen hier ein. Und was ich noch ganz gerne trinke in Österreich ist Stiegl. Ich bin vielleicht ein bisschen von der bayerischen Braukunst verwöhnt, aber an alles andere außer Stiegl kann ich in Österreich leider nicht saufen. Es schmeckt absolut ekelhaft für mich. Was sehr, sehr schade ist, weil es so viele Biersorten in Österreich gibt, aber die schmecken halt leider für mich alle ziemlich scheiße. Gut, fünftens, findest du Eva Schulz attraktiv? Was haben eigentlich alle mal mit der Eva Schulz? Ich meine, okay, Idiotenwatch hat mal den Joke gemacht, dass er sie zum Kaffee einladen würde. Ja, die ist nicht unflott, die Eva, ja, aber. Naja, was soll man sagen? Nicht, nee, wäre jetzt nicht unbedingt mein Typ, aber das hat nicht nur alleine mit irgendwelchen Äußerlichkeiten zu tun, aber darauf brauche ich jetzt auch nicht näher eingehen. So, und wir sind jetzt praktisch am Ende angekommen. Nur noch ein Fragebogen bleibt übrig von Jace Seifert. Ach, den hatten wir doch vorhin schon mal. Bezüglich dem Q&A. Erstens, wie stehst du zum Thema Abtreibung? Ach du liebe Zeit. Ja, mal um das kurz zu machen. Ich persönlich finde es eher verwerflich, wenn man ein Leben beendet, das noch gar nicht richtig angefangen hat. Und in der heutigen Zeit sind wir alle in der Lage, Verhütungsmittel zu nutzen. Und wer zu blöd oder zu faul ist, diese zu benutzen, der sollte aber auch mit den Konsequenzen leben müssen. Es gibt Sonderfälle, wo eine Abtreibung legitim ist. Das ist aber auch schon entsprechend geregelt, also für zum Beispiel Vergewaltigungsopfer und so etwas. Aber wenn ich dann Statements höre wie von den Jusos, also Abtreibung bis in den 9. Monat. Ja, da bekomme ich ganz plötzlich das Bedürfnis, Panzer zu fahren, mal über die Zentrale der Jusos drüber zu bügeln. Aber naja, das jetzt mal ganz grob zusammengefasst. Abtreibung ist ein hochkomplexes Thema, da kann man wahrscheinlich wieder ein eigenes Video dazu machen, aber ich kann ja im Rahmen des Q&A hier nicht auf jeden Aspekt gleich tief eingehen, weil ansonsten sitzen wir hier in 2 Stunden immer noch. Gut, was hältst du von dem linken Gedanken, dass wir alle nur Sklaven für das System sind und schon in jungen Jahren in der Schule und in der Erziehung zum Arbeitstier getrimmt werden? Also, ich wusste zwar nicht, dass das ein linker Gedanke ist, für mich war das immer ein ziemlich bescheuerter Gedanke, aber nun ja, gut. Natürlich sind wir Menschen in gewisser Weise Arbeitstiere. Also, wenn man uns nicht komplett abpampert und uns das Geld frei Haus liefert, dann haben wir alle irgendwo den Leidensdruck, dass wir arbeiten müssen, um entsprechend an Güter und Dienstleistungen zu kommen. Also, da würde ich nicht sagen, dass wir Sklaven für das System sind, sondern das ist der natürliche Selbsterhaltungstrieb. Insgesamt ist es halt irgendwo lächerlich, seine Lebensumstände oder den Fakt, dass man arbeiten muss, auf die Gesellschaft zu schieben, sondern insgesamt ist es eine schiere Notwendigkeit, die man aufwenden muss, um sich entsprechend einen Lebensstil leisten zu können. Also, meiner Ansicht nach ist der Gedanke ziemlich bescheuert. Dann, was schreibt er hier sonst? Wie stehst du zu den Bundeswehreinsätzen in Syrien?
Erstmal grundsätzlich negativ. Zum einen, weil ich nicht denke, dass wir einfach so wieder für andere die Kastanien aus dem Feuer holen sollten. Zum anderen, weil das Engagement in Syrien sich ja ohnehin wiederum nur auf militärisch relativ unbedeutende Mittel beschränkt. Soweit ich weiß, unterstützen wir damit eine Fregatte und ein paar Tornados zur Aufklärung. Dann könnten wir es uns im Grunde auch gleich sparen. Und noch dazu, was wahrscheinlich am schwersten wiegt, wir haben ja gar keine Strategie gehabt. Wir hatten ja keine Ahnung, gegen wen da wirklich gekämpft werden sollte, beziehungsweise was eigentlich das Ziel des Einsatzes war. Wir haben geholfen, um zu helfen. Ja, bringt aber nichts, wenn wir keine höheren Ziele haben, warum wir das eigentlich tun. Und solange wir solche Ziele nicht haben und solange ein Einsatz nicht den deutschen Interessen dienlich ist, sollte man es meiner Ansicht nach auch lassen. Und da kommen wir gleich mal zur nächsten Frage. Meine Meinung zur NATO. Ja, die NATO an sich ist ja durchaus eine nette Idee. Das Ding ist nur, die NATO ist in den letzten Jahrzehnten dazu degeneriert, dass die Amerikaner im Prinzip den ganzen Schutz übernehmen, wir uns infolgedessen wie blind an die Amerikaner dranhängen und unsere eigenen Interessen dabei mehr als zu kurz kommen. Mal abgesehen davon, dass die NATO natürlich durch ihre Osterweiterung Russland nochmal enorm provoziert hat und es dadurch natürlich nicht gerade sicherer für uns in Europa geworden ist, aber das nur mal so am Rande. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass natürlich ein großes Bündnis, in dem sich Deutschland einfügen kann, erstmal nichts Schlechtes ist. Aber wie immer bei Bündnispolitik muss man auch darauf achten, dass die Gruppe einem selbst und nicht nur man selbst der Gruppe dienlich ist. Aber das würde sich ja eigentlich machtpolitisch von selbst verstehen. Naja, weiter geht's. Gibt es für dich Grenzen der Meinungsfreiheit? Nein, nächste Frage. Deine Meinung zur IB? Die hat, solange sie gewaltfrei bleibt, meine vollste Unterstützung und auch durchaus ihre Daseinsberechtigung im politischen Diskurs. Es ist eine absolute Frechheit, wie in Deutschland, aber auch stellenweise in Österreich, über die IB einfach Propaganda verbreitet wird, um die Zivilgesellschaft einzuschüchtern und zu meinen, das wären jetzt die übelsten Rechtsextremen. Denn wenn dem so wäre, dann muss ich einfach sagen, dann wäre die CDU vor 40 Jahren auch rechtsextrem gewesen. Also die Konzepte, die die IB vorlegt, mit denen muss man nicht übereinstimmen, aber sie sind ganz sicherlich nicht rassistisch oder in irgendeiner Form rechtsextrem. Rechts, ja. Aber ich setze da durchaus nochmal einen Unterschied zwischen Rechts- und Rechtsextremismus. Aber wer sich für die IB interessiert, der kann ja durchaus auch mal deren Bücher lesen oder Flyer oder was. Ich will jetzt auch hier keine Werbung machen, deswegen werde ich darauf jetzt nicht weiter eingehen. Also grundsätzlich stehe ich der IB durchaus positiv gegenüber, unter der Voraussetzung, dass sie weiterhin gewaltfrei agiert. Das ist absoluter Grundstandard. Anderes ist für mich nicht verhandelbar. So, und zum Abschluss nochmal zwei etwas allgemeinere Fragen. Zum einen, was ist dein Lieblingsfilmgenre? Kriegsfilm, muss ich ganz klar sagen. Ist von der Handlung her ganz interessant für mich als Historiker und auch wie die Umsetzung gestaltet ist, da kann ich mir sowas stundenlang anschauen. Wenngleich es nicht immer die besten Filme sind, der beste Film, den ich euch genannt habe, ist ja auch kein Kriegsfilm gewesen. Und zu guter Letzt, spielst du Videospiele? Wenn ja, welche Art und auf welcher Konsole? Ich bin PC-Spieler. Muss ich ganz klar sagen, Videospiele, also da spiele ich grundsätzlich erst einmal Strategiespiele, alles Mögliches und wen das interessiert, der kann ja gerne mal auf meinem Let's Player-Kanal vorbeischauen. Da werden in Zukunft auch andere Projekte als nur Total War Warhammer kommen, aber das ist jetzt gerade so das, wo ich im Moment am meisten Zeit habe und deswegen mich da auch am meisten investiere. Aber ich werde da auch noch ein paar andere Sachen bringen. Also Strategiespiel im Allgemeinen, aber auch StarCraft 2 habe ich jetzt dank Eulenfederblickpunkt hier mal für mich entdeckt. Die Stronghold-Reihe zum Beispiel auch. Also es gibt schon einiges, was ich spiele, aber in letzter Zeit habe ich leider längst nicht mehr so viel Zeit dafür, wie ich es gerne hätte. So, das war jetzt ja mal eine richtig schöne Doktorarbeit. Meine Fresse, ist das Video lang geworden. Aber okay, ich werde es jetzt doch nicht in zwei Videos verpacken, sondern ich bleibe bei einem. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal, dass ihr so lange zugehört habt und wollte mich nochmal sehr recht herzlich für die vielen Fragen bedanken. Ich hoffe, ich konnte sie euch alle zu eurer Zufriedenheit beantworten. Wir sehen uns dann mal wieder in einem anderen Video, mal sehen, was ich da wieder thematisch aufgreifen kann. Aber derweil wünsche ich euch dann noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und man hört sich die Tage mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf. Servus und ciao. Wollt nimmer von uns weichen, uns immer nahe sein. Treu wie die deutschen Eichen, wie Mond und Sonnenschein. Ein Schild des Niederländers.